Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier zum Sonnensystem. Und heute haben wir den dritten und letzten Teil, wo wir die Texturen verbessern. Und heute haben wir Aridus, Kalida und Mintus, also die letzten drei Planeten, die noch übrig geblieben sind. Bei Kalida, da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, sehr viel mehr Lavaseen zu machen. Also wirklich sehr viel mehr. Bei Aridus, ja, auf jeden Fall mehr Krater, auf jeden Fall. Bisschen größere, bisschen kleinere Krater, generell einfach mehr. Und Mintus habe ich im Grunde dasselbe vor wie bei Tenera und Dulcis, vor allem, weil sie sich ziemlich ähnlich sehen. Einfach mehr von diesen Streifen hinzufügen, mehr von diesen Rissen im Eis und dann klappt das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir reden nicht weiter um den heißen Brei herum. Los geht's.
So, da haben wir die neuen Texturen und hier haben wir Aridus und ihr seht auch gleich, da hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich habe mehr Krater hinzugefügt. An sich ist es ziemlich ähnlich geblieben. Also er kennt den Unterschied, aber ja, es war sowieso nicht von euch, war sowieso nicht unbedingt verlangt, da jetzt großartig was zu ändern. Hat man ja gesehen an der Umfrage. Das sind halt die letzten drei Texturen und nicht jede Textur muss irgendwie ganz besonders speziell aussehen. Ja, deshalb können wir Aridus einfach mal so lassen. Und dann haben wir als nächstes Kalida auf der Liste. Unser erster Planet, den wir erstellt haben. Und zwar hier haben wir Kalida. Ich habe da einige Lavaseen noch hinzugefügt. Ihr seht, hier ist ein großer Lavasee am Nord- bzw. Südpol, keine Ahnung. Und dann habe ich außenrum überall noch so kleinere Lavaseen hinzugefügt und mit vielen kleinen auch Lavaflüssen. Keine von denen führen an die Oberfläche quasi, also hier außenrum, damit ihr nicht quasi auf Lava draufsteht, weil das natürlich keinen Sinn ergibt. Und ja, da haben wir Kalida. Und zu guter Letzt haben wir noch Mintos, nämlich der Mond von Terra. Und da gehen wir auch mal ein bisschen näher ran. Und da haben wir die Textur. Ihr seht, ist relativ ähnlich. Also im Vergleich zu Tenera und Dulcis hat das eine ziemlich ähnliche Textur. Eben diese Streifen und dann unten drunter nicht die Krater, sondern die ganzen Risse. Ich finde, die Textur sieht ganz gut aus. Sieht auch Minmus aus Kirby's Space Program ziemlich ähnlich. Und das gefällt mir. Ich habe hier auch die Textur ein bisschen verändert. Ich habe das jetzt nicht unbedingt aufgenommen. Aber ihr seht, da ist nicht mehr dieser ganz krasse Block drin, wo man wirklich sehen kann, dass danach die Atmosphäre dünner wird. Aber jetzt ist es hier sehr, sehr viel schwächer ausgebreitet. Ja, das war's dann so ziemlich mit der Folge und mit diesem kleinen Let's Play hier. Es kommt jetzt noch eine letzte Folge, nämlich dann die Veröffentlichung von diesem Planet Pack. Und dann könnt ihr das benutzen, könnt ihr drauf spielen, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das gesamte Projekt hat jetzt 3 Monate gedauert. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Und ich freue mich, das in Zukunft auch einmal verwenden zu können. Und ansonsten war es das so ziemlich mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.